Nun, das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation bearbeitet heute bereits die Stipendiengesuche elektronisch. Allerdings erreichen uns diese Gesuche von den Schweizer Botschaften in Papierform. Und das soll sich ändern. Künftig ist geplant, dass sich die Gesuchstellenden, die Bewerberinnen für ein Bundesexzellenzstipendium online für ein Bundesstipendium bewerben können. Nun, wir hoffen uns im Wesentlichen drei Punkte. Das erste ist einen modernen Auftritt der Schweiz im Ausland für die Schweizer Botschaften, die diese Bundesstipendien promoten und auch für die SwissNexus. Das zweite ist, dass künftig die Evaluation elektronisch erfolgen durch die Stipendienkommission. Und drittens ist es so, dass auch die Bewerberinnen und Bewerber aus dem globalen Süden künftig der Zugang zu einer Bewerbung offen steht und keine technischen Hürden eingebaut werden. Geplant ist, dass im nächsten akademischen Jahr 2020/21 Pilotversuche stattfinden werden und dann definitiv das Ganze operativ geht im Jahr 2022.